Dankbarkeit. Eines der wichtigsten Dinge im Leben, wie wir finden. Ihr macht hoffentlich viele schöne und gute Erfahrungen in eurem Leben, für die ihr dankbar seid. Und diese Dankbarkeit sollten wir dann auch anderen Menschen zeigen und sagen. Also in diesen Situationen wollen wir uns dann bei bestimmten Menschen bedanken, also Danke sagen. Danke, das lernt jede und jeder Deutschlernende ganz am Anfang. Das ist ein super wichtiges Wort. Aber es gibt noch ganz viele andere Ausdrücke, wie wir Danke sagen können und unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Bevor wir starten und euch ein paar weitere Ausdrücke und Begriffe zeigen, stoppt hier kurz das Video und überlegt einmal, welche Ausdrücke oder Wörter ihr bereits verwendet und kennt. Sammelt ein paar von diesen Wörtern, macht euch Notizen und schaut dann das Video weiter. Später könnt ihr dann eure Notizen hoffentlich um ein paar weitere Begriffe und Wörter ergänzen. Los geht's! Na, sind euch ein paar Begriffe eingefallen? Schauen wir uns jetzt unsere Vorschläge an. Also, die bekanntesten Formen sind Danke, Dankeschön, vielen Dank, danke sehr. Wir können das aber natürlich auch anders sagen und auch das Danke noch etwas ausschmücken, also noch zusätzliche Informationen dazu geben. Häufig sagen wir zum Beispiel dazu, wie wir uns fühlen oder wofür wir besonders dankbar sind. Hier ein paar Beispiele für euch. Danke, das ist oder das war wirklich sehr hilfreich, sehr freundlich, sehr nett. Oh super, das freut mich sehr. Vielen Dank, das ist großartig. Vielen lieben Dank, das ist wirklich nett von dir. Toll, ich bin begeistert. Wahnsinn, ich bin sprachlos. Vielen herzlichen Dank. Wow, das ist genial, ich freue mich. Großes Dankeschön an euch alle, ihr seid spitze. Super, toll. Das ist so toll, ich kann nicht oft genug Danke sagen. Danke, danke, danke. Welches Danke oder welche Version von eurem persönlichen Danke ihr wählt, das kommt natürlich auch immer auf den Kontext an. Wenn es sich um eine Kleinigkeit handelt, dann reicht vollkommen das, was ihr schon gut kennt, und zwar einfach ein Danke oder vielen Dank. Außerdem solltet ihr darauf achten, ob eine Situation formell oder informell ist. Und noch etwas ganz Wichtiges, achtet immer auf die richtige Endung. Es heißt vielen Dank oder vielen lieben Dank und nicht viel lieb Dank. Jetzt möchten wir euch auch noch zwei Verben zeigen, die man im Zusammenhang mit Danke sagen verwenden kann. Das erste Verb ist jemandem danken. Also ich danke dir oder danke dir. Wie ihr hört, verwenden wir immer den Dativ mit danken. Also jemandem danken, ich danke dir. Sehr häufig hören oder verwenden wir die Kurzform danke dir. Diese kürzere Form danke dir klingt persönlicher als ein reines Danke, aber es klingt weniger formell als ein ich danke dir. Für uns drückt es ein bisschen mehr Wertschätzung aus als nur Danke. Im Gegensatz dazu ist ich danke dir sehr formell. Zumindest für uns klingt das eher formeller. Zum Beispiel, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mit vielen können wir dieses Verb übrigens nicht gut verwenden, denn vielen danke dir oder vielen danke ihnen, das klingt nicht gut. Aber aufgepasst, viele sagen dieses danke dir auch etwas schneller oder undeutlicher und dann hört es sich oft an wie dank dir. Aber hier müssen wir aufpassen und dürfen es nicht mit der Präposition dank verwechseln. Denn da sind wir in einem komplett anderen Kontext, denn Dank bedeutet so viel wie aufgrund oder infolge. Das zweite Verb ist sich bei jemandem bedanken. Also eine Person bedankt sich bei jemandem anderen für etwas.
Das Verb ist rückbezüglich und drückt ganz einfach aus, dass sich eine Person bedankt. Wir persönlich verwenden dieses Verb eher seltener oder eher in formalen Situationen. Hier kann man zum Beispiel Personen besonders hervorheben, denen man danken möchte. Zum Beispiel, wenn ihr eine Rede haltet und ihr wollt euch besonders für eine gewisse Person bedanken oder ihr wollt euch für die Aufmerksamkeit bei den Zuschauerinnen bedanken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genauso könnt ihr euch in einer Rede bei einer Person bedanken, die euch zum Beispiel sehr viel unterstützt hat oder bei etwas sehr geholfen hat. Ich möchte mich noch bei meiner Familie für die großartige Unterstützung im letzten Jahr bedanken. Danke an euch alle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all meinen Kolleginnen und Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz. Danke. Und wir verwenden dieses Verb natürlich auch, wenn wir über eine andere Person sprechen und sagen, dass sich diese Person bei jemandem bedankt hat. Zum Beispiel, mein Vater hat sich bei meiner Mutter für das schöne Geschenk bedankt. So, nehmt euch jetzt noch einmal eure Notizen von vorhin zur Hand. Könnt ihr ein paar Ausdrücke oder Wörter hinzufügen? Wählt euren Favoriten aus. Diesen könnt ihr dann gleich bei der nächsten Gelegenheit verwenden. Das war's auch schon wieder für heute und mit unserem heutigen Video. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und euch die Zeit genommen habt, mit uns Deutsch zu lernen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.